Das ist das kleinste Problem. Da schießt aber mit Kanonenkugeln auf Spatzen. Also ich finde, der Spatz hat auch mit Kanonenkugeln geschossen. Deshalb wird das legitim gewesen sein. Toll, die Expeditionen haben gar nicht gesagt, dass irgendwas los ist. Ein Bärenangriff. Sowas nennt sich Jäger. Das wird eine angenehm leichte Brise. Einige Kreaturen folgen uns. Ach, ein Kraken greift uns an. Den Kraken bombardieren. Aber das ist wirklich das Problem, ich brauche Charaktere. Dafür. Die Straßen sind wieder sicher. Was habe ich gesagt? Ich brauche Charaktere, die ich auf die Schiffe packen kann, die halt Fähigkeiten haben. Das ist besser, als wenn man hier so ein bisschen Ausrüstung da reinpackt. Aber die sind halt beim Gefängnis entweder Schweine teuer oder ist beim Gefängnis nur Leute, die für die Produktion gut sind. Weshalb nicht ein wenig vom Tee? Ich beobachte sie auf Schritt und Tritt. Geschick 10 oder ist halt... Zustand gespeichert. Hier so Kram, den ich brauch's. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Schiff unter Beschuss. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Holt euch mal den. Ist demnächst eigentlich eine Team-Bart-Session geplant? Warum nur für Leute, die Bart tragen dann? Der Teufel fordert sein Tribut. Ah, Eis. Die gefrorene Kluft, die Felsspalte hat ihre Matrosen... Mein Gott, die Felsspalte hat ihre Matrosen verschluckt. Der Versuch, den Gebirgspass zu überqueren, war riskant und ihre Besatzung büßt jetzt für ihr Verlangen, ihr Glück zu versuchen. Der steinige Weg bekam zunächst eine Decke aus gefrorenem Schnee und ging den allmählich in einen stillen, unbewegten Gletscher über, dessen ominöse Präsenz die Luft mit dem Geruch nach Winter verpestete. Die Nacht ist schneller als erwartet hereingebrochen und es hat nicht lange gedauert, bis die weniger vorsichtigen Entdecker herausfanden, wie brüchig die Eisdecke ist. Haben wir alles nicht. Der Schneeanker ist eine zuverlässige Lösung. Ihre Entdecker binden sich aneinander und eine Sicherheitsleine aus robustem Hanf führt von ihren Hüften durch den Hügel aus gestampftem Schnee in die Hände ausgewählter Athleten. Sie halten das Seil, während die Rettungsmannschaft fachmännisch nach unten klettert. Die abgestürzten Matrosen sind in einem schlechten Zustand. Das fahle Licht und die zerklüfteten Wände lassen keine Möglichkeit für eine leichte Rettung. Die Brüche schienen und ihnen beim Klettern helfen. Die Schienen sind Folterinstrumente. Die Schienen sind gut zusammengesetzt, aber den Matrosen mangelt es an anatomischen Kenntnissen und so binden sie sie fest, wo es gerade passt, wodurch die Verwundeten zu unnatürlichen Bewegungen und in verkrümmte Haltungen gezwungen werden. Als die Männer schließlich aus dem Spalt gezogen werden, sind sie in noch schlechterer Verfassung als nach ihrem Absturz. Hab schon Schlimmeres gesehen. Ich bin nicht sicher, ob
man schon mal Schlimmeres gesehen hat. Flotte unterwegs. So, aber der Auftrag für die Gurke ist durch. Ich würde Sie nicht danach fragen. Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber Sie bedienen die ganzen Hebel. Ja, und ich kann ihr 16 Wurst und 16 Brot was geben. Was gibt's, Boss? Nur ein wenig Beachtung. Mehr The Cutting Edge. Nicht. Nähmaschinenfabriken, Konservfabriken und Hochradwerkhalle. Oh, da ist sogar richtig gut. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Bam, 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 bam. Schiff unter Beschuss. Mehr als bereit. Ihr Hafen wird angegriffen. Ach, erzähl doch nicht. Hoch die Tassen auf den Boss. Hoch die Tassen auf den Rachen. Ich muss mehr Wurst produzieren. Flugblätter, Streiks und Meinungsfreiheit. Wenn uns die Bonzen das nehmen wollen, dann nehmen wir ihre goldenen Löffel und stecken sie ihnen sonst wohin. Spielstand gespeichert. Der Teufel fordert seinen Tribut. Erstmal kleine Mengen. Schrecken. Der Schatz von Hassan Ben Sahid, das kennen wir auch schon. Der winkenden ältesten Folgen. Hinweise auf die Karte entschlüsseln mit Sekt. Die Texte sagen der Mannschaft gar nichts. Na, ich hoffe mal, eure Moral bleibt noch ausreichend bis zum Ende. Wir können übrigens hier einen schönen Hafen machen, dass hier Leute einfach ansiedeln. Also beziehungsweise wir haben eine recht hohe Attraktivität dafür, dass hier nichts ist. Das gewisse Etwas. Ach, dafür brauchen wir 8 Fenster. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Achtung, Admiral anwesend. Volle Segel! Mit einem Kaffee. Wie lange machst du heute? Schon seit gar nicht gemerkt, wie schnell 2 Stunden vergangen sind. Weiß ich noch nicht. Ich werde so lange machen, wie ich Lust habe heute. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Vorsetzen! Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Schiff unter Beschuss. Sind unterwegs. Ach so, Stahl ist wahrscheinlich voll hier, ne? Wir helfen, wo wir können. Obwohl, nö, stimmt gar nicht. 550 wären möglich. Ich wusste, dass diese Crew sie nicht hängen lässt. Rotfeuerfisch. Ein seltener Elch. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Steuermann!
normales Spiel oder Let's Play? Wäre ein Let's Play nicht auch ein normales Spiel? Also, es ist die Let's Play-Aufnahme jetzt wieder. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Alles ins Meer. So ist das Treibgut. So ganz kurz sammeln im Kopf. So, alles gut. Achtung, Admiral anwesend. Halb, da ist doch genug Platz für den Stahl. Ach so, weil ich das aus dem Ding rausgenommen habe. Mehr als bereit. War es nicht mehr verfügbar. Also beziehungsweise hat er vergessen, das abzuladen, weil eine andere Ressource inzwischen drin stand. Hi. So, du schmeißt das mal raus. Dann nimmst du ein bisschen Seife mit. Überleg, haben wir Seife jemals ausgelagert? Ne, das war nämlich in einem ganz anderen Spiel. Aber wir haben noch Ruinen. Eine einmalige Reise. Einmal und nie wieder. Schiff unter Beschuss. Da ist irgendwann eine Kanonengießerei explodiert. Einsatzbereit. Ich bin unvollendet. Nicht nur unvollendet, du hast auch keine Wurst mehr. Spielstand gespeichert. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Warum habe ich nicht die Blaupause an? Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ich schaue es mir sofort an, mein Freund. Man merkt, dass ich nicht ganz auf der Höhe bin heute, ne? Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie. Das ist übrigens eigentlich das Beste, das Konsumverhalten hochpumpen um 15%. Ich kann nicht glauben, wie. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Alles andere kannst du mit Gebäuden erreichen. Aber da Einkommen. Ich streue deine Überreste in alle vier Winde. Da musst du ordentlich Gas geben dann mal. So, jetzt stell bitte ausreichend. Ah, ich sehe auch schon. Unser Rum-Import ist so schwach. Obwohl unser Schiff 150 Rum anliefert. Laufen die den weg. Wie ist es eigentlich, wenn ich zwei Schiffe mache? Machen dann zwei Schiffe dieselben Waren? Also so, dass jedes Schiff versucht hat, 150 rumzuladen. Das Leben ist in Ordnung. Hat das imperiale Möpschen seine Falte wieder gesund? Das imperiale Möpschen geht's wieder besser, ja. Wir haben Segel auf deinen Hafen. Und scheiße, hat die Piratin aufgestockt.
Seien Sie unser Leitstern. Tut mir leid, wenn ich da manchmal schnell durchklicke, aber wenn ich die Texte schon kenne, dann ist das halt eh nur... Ja. Ist das halt uninteressant für mich. So, Ditchwater ist eigentlich 3000 im Plus. Ihr seid eigentlich 200 im Plus. Ja, minus 300 ist aber in Ordnung, weil ihr nur Produktionsstätten seid. Plus 400. Plus 77. Ja, ich sehe schon, das Problem ist gar nicht, dass wir zu wenig rumproduzieren. Das Problem ist... ...dass unser Lager oben voll ist. Und hier haben wir unser Rumlager auch schon voll gemacht. Wir versenken nie ein Schiff, das... Jetzt kann man ein bisschen mehr rum einlagern. Kann mich jemand aus diesem dämonischen Dunst befreien? Ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Der Triumph stürmt und drängt mir durch jedes Glied. Spielstand gespeichert. Ja, was ich eigentlich machen wollte, habe ich auch wieder nicht gemacht. Ich wollte ja drüben das Museum aufbauen. Nicht nur das Museum, sondern auch einen Zoo, einen vernünftigen. Neue Befehle? Ohne Kack, der hat einen Anteil von meiner Insel gekauft für 265.000 Münzen. Alle stehen bereit. Wir treiben ab. Gerne, Azur. Macht der Schwierigkeitsgrad einen großen Gameplay-Unterschied? Ja, macht es. Weil dank dieses wundervollen hohen Schwierigkeitsgrads verdienst du weniger mit den Einwohnern. Also die Differenz ist nicht so hoch bei den Einnahmen. Schiff unter Beschuss. Hi. Der Hafen wird angegriffen. Flotte segelt in Formation. Ach, ist unser Waffenstillstand abgelaufen? Mehr als bereit. Neue Befehle? Sie haben an Einfluss gewonnen. Schiff unter Beschuss. Ihr Hafen wird angegriffen. Berufsrisiko. Flotte legt ab. Alles gut, der Hafen ist auf einer hohen Stufe. Der kann das schon alles verteidigen. So, was ich noch bauen wollte ist... Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Eine Holzproduktion und ich glaube, die kann ich in die Jagdproduktion mit reinziehen, so halb.
dass wir wenigstens so ein bisschen Selbstbaumaterialien herstellen. Steine kann ich ja hier nicht hinsetzen. Schiff unter Beschuss. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Aber jetzt ärgert mich doch nicht die ganze Zeit. Achtung, Admiral anwesend. So, das muss rüber. Silberschild. Unterhaltungskosten, Schiff Attraktivität für Besucherhäfen. In die Takelage. Schiff unter Beschuss. Werden die meckern, wenn die auf der billigen Straße ankommen? Ein Feuer ist ausgebrochen. Ei. Ei. Sind unterwegs. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Wo ist das andere Kriegsschiff, weil ich losgeschickt habe? Es hängt dazwischen fest. Schiff unter Beschuss. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir danken. Die Flammen wurden gelöscht. Klingt aushaltbar. Naja. Bis du Bier hast, bist du eigentlich nur die ganze Zeit versuchen, am Geld zu halten. Es ist halt anders. Es ist halt ein bisschen enger. Während du, sag ich mal, auf normal Geld druckst, hast du ja natürlich das Problem, dass es ja, sehr, sehr kostspielig wird schnell. So, steigert die Attraktivität. In die Takelage. Also ich fand's jetzt, inzwischen geht's ganz gut. Du kannst ja durch Schiffverkauf und so weiter das auch alles ein bisschen managen. Flotte segelt in Formation. Und hoch. Neue Befehle? Schiff unter Beschuss. Deshalb, es ist eine Umgewöhnung. Auf normal fand ich es auf jeden Fall bedeutend einfacher. Sehr viel einfacher. Vor allem, weil du halt schwer in die roten Zahlen kommst. Du druckst halt Geld. Von Anfang an des Spiels. Schiff unter Beschuss. Ein Schiff wurde zerstört. Ihre Geister werden dir folgen. Na, das war nur die Kohleroute. Schiff unter Beschuss. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Mehr als bereit.
vom Stapel gelaufen. Steuermann! Schiff vom Stapel gelaufen. Sind unterwegs. Schön, zwei neue Linienschiffe. Ich weiß gar nicht, wodurch ich gerade so viel mehr Geld mache. Rosige Wangen und Heiterkeit. Viel habe ich ja nicht verändert. Neue Befehle? Das wird kaum der Tourismus sein, oder? Endlich am Ziel. Dann sehen wir mal, ob es die Reise wert war. Aber bis jetzt haben wir noch gar keine Achtung, Besucher. Admiral anwesend. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Was ich durch die Handelskammer, wo du die Verbesserung reinhauen kannst, wenn du den richtigen hast, kannst du, was ich sehr praktisch finde, direkt aus Getreide Brot herstellen und solche Sachen. Gerade auf Extrem sind diese Verbesserungen zum Teil echt super. Mein Gott, Dragon, du sprichst wahrscheinlich so, also du schreibst wahrscheinlich, wie du sprichst. Gerade in wen du Saatgut hast, um fehlende Fruchtbarkeit auszugleichen. Ich habe die Kampagne schon zweimal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad eigentlich gespielt. Und einmal wegen dem Bug muss ich abbrechen und einmal, ja, einmal ist das halt der höchste Schwierigkeitsgrad jetzt mit Ende der Kampagne. Und ich werde die Kampagne, glaube ich, nicht nochmal durchspielen. Es gibt keine Möglichkeit, es besser abzuschließen. In die Takelage! Schiff unter Beschuss. Spielstand gespeichert. Steuermann! Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ja, Moment. Flotte bereit. Ihr könnt mal gerne hier stehen bleiben. Zum Schutz. Kann das so gedruckt werden? Du musst die alte Hexe noch machen. Vermutlich der Rum, der jetzt besser fließt. Aber jetzt sind wir schon wieder im Minus. Wahrscheinlich, weil Rum fehlt. Ja. Erwische ich sie bei besonders guter Laune? Oder weil jetzt gerade der Konsumbonus auch wegfällt. So von 15%. Habe ich es noch nie betrachtet. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Es trägt ihre Handschrift. Was wollte ich machen? Ich wollte ein paar Kanonen rüberbringen zur Brightside. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Sind unterwegs. Flotte unterwegs. Jetzt muss ich das Schiff suchen, wo die Kanonen drauf sind. Neue Befehle? Ja. Können Sie mir vielleicht irgendein Restaurant empfehlen? Ja. Ich glaube, es ist ja egal, wo ich das Ding hinbaue. So, nochmal 100 Attraktivität. Schaden am Schiff, Admiral. Oh, ich fass es nicht.
wurde zerstört. Wir können nicht alle gerettet werden, mein Kind. Diese dämliche Kuh, ey. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Die Waffenruhe wurde beendet. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Gute Nacht, Nobby. Mehr als bereit. Holt mal den rum, der da liegt. Echt die Hölle auf Erde für mich immer. Mehr als bereit. Ich glaube, die hat einen Teil der Ware zerstört. Nur ein Kratzer. So, nimm den mal rüber. Nein. Du sollst den verwenden, damit die Selbstreparatur erhöht ist. Ich werde jetzt meine Routen schützen. Ich werde es in den Zwischenräume. Kleine Armada stellen und die werden die Schiffe schützen. Also hoffe ich jedenfalls, dass das ganz gut funktionieren wird. Los. Steuermann! Wenigstens hast du den Rum abgeliefert. Und vielleicht reicht das ja mal mit den 200 Rum hier. Da fällt mir auf, wir sollten vielleicht auch ein Depot bauen. Ich glaube, waren 350 maximal. Wir können aber jetzt... Ah ne, wir kriegen 300 Rum maximal. Es zu dienen. Vorwärts, Marsch! Ein Festtag! In die Takelage! Eine Tonne heiße Marmeladentörtchen liefern. Hallo, Flo! Was liegt da? Jetzt auch nicht da sind die Marmeladentörtchen. Admiral anwesend. Ich warte so lange. Bis ich meine Marmeladentörtchen bekomme. Das ist schon klar. Schoner steht bereit. Koordinaten gesetzt. Nee, das sind die Marmeladentörtchen. Aber warum liegen die denn hier rum? Also wir sollen Archibald, das ist, Archibald ist ja hier auf der Insel, so jetzt habe ich es richtig im Kopf. Aber ruhig noch eine Fregatte. So, hier unten sollte inzwischen das Schiff mit den Kanonen sein, beziehungsweise hat schon ausgeliefert. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ihre Majestät wird erfreut sein. Moment. Schiff unter Beschuss. Ei.
Ach du Kacke. Bruder übernehmen. So eine Mission ist das. Soll jedem was liefern davon. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Lotto bereit. Die habe ich schon die Enge geschickt. Sind unterwegs. Wie war das? Wir haben aber noch. In die Takelage. Ja, Pendler kann ich schön und gut, da kann ich meine Leute von der Hauptinsel verteilen. Das Feuer ist ausgebrochen. Nur es ist nicht das, was ich suche gerade. Ich suche auch nicht das Depot. Die Hafenmeisterei. Sie haben an Einfluss gewonnen. Genauso wie letzte Saison. Wow. Ihre Geister werden dir folgen. 2158 Einkommen durch die Gäste. Ich will sterben, aber nicht heute. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden. Ihre Praktiken sind äußerst effektiv. Ja, vor allem in der Auslieferung von Brötchen. Wir geben unser Bestes. Man ist schuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Ihre Weigerung ist höchst verdächtig. Schiff unter Beschuss. Volle Segel. Was wirklich verdächtig ist, dass meine Marmeladenbrötchen jetzt abgeschossen wurden. Ein Schiff wurde zerstört. Mehr Einfluss generierst du mit Investoren. Das ist die höchste Stufe, die du haben kannst. Spielstand gespeichert. Neue Befehle, Admiral. Wie hat man dir geheißen, Wurm? Marmeladenbrotlieferant. Schiff vom Stapel gelaufen. Segel setzen! Neue Befehle? Schiff unter Beschuss. Achso, wir haben ja inzwischen wieder Frieden. Mehr als bereit. Wie lange machst du heute noch? Das kann ich nicht beantworten. Achtung, Admiral anwesend. So lange, bis ich aufhöre. Steuermann! Mehr als bereit. Was macht der? Trefferpunkte plus 200 in der Hafenmeisterei. In die Takelage! So, da sind die Kanonen, die ich vermisst habe. Wir brauchen hier auch einen Reparaturkran. Mehr als bereit. Ich kann keine Raserei bei dir erkennen. Und gerne weitere Anlegestelle. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Sag nicht, du hast wirklich die Befehle. Habe ich. Schiff unter Beschuss. Segel setzen. Du bleibst trotzdem ein Exkrement. Aber ein Exkrement, was Marmelade liefern kann. Flotte unterwegs. Ah, da stehen die Besucher mit 2000. Ich stürme. Ja, aber inzwischen fehlt irgendwas anderes wieder. Ach, ja. Als wäre jeden Tag Weihnachten.
Obwohl wir so viel Brot produzieren. Namen Jennifer. Wenn ich es selber machen könnte, ich bitte nur ungern um mehr. Du warst immer gut zu uns, Chefe. Ach, ich liebe die schönen, einfachen Aufgaben. Sehr, sehr gut gemacht. Beeinflusst Getreidefarm. Ich dachte, die Seepocke wäre auf Handelsroute. Anscheinend nicht. Die Flammen wurden gelöscht. Wenn wir wenigstens ein paar Kanonen haben. So. Jetzt zeige ich mal Items. Auf La Isla ist gar nichts. Ach so. Haha. Wollte schon sagen. Weil das ist praktisch für uns in der neuen Welt. Holzfäller, Kohlerei und Jagdhütte. Der Flug ist. Ja. Und natürlich die Tiere und der Rest für das Museum. Lass mich doch nochmal den falschen Button drücken. Spielstand gespeichert. Nein. Nein, ich will nicht auf Patrouille mit dir sein. Ich will dich einfach in die alte Welt schicken. Ein letzter Blick. Habe ich viel verpasst? Schwierig zu beantworten. Das Bein mit einer Mischung aus Wasser und Seife einreiben und darunter wegziehen. Das ist sogar sehr schlau. Unterm gebrochenen Mast den Mann hervorzuziehen. Diese Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Mein Verlag. Ich meine, war das jetzt schon Zensur oder? Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt. Lady Dumbledones kolossale Klassengrößencharter. Beeinflusst Schule. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ach, für 5000 Münzen darfst du neu würfeln, beziehungsweise neue Leute reinziehen. Pflichterfüllung wird belohnt. Baumwollplantage, Kaffeeplantage, Bananenplantage. Bewegungsgeschwindigkeit von Schiffen um 10%. Das wäre zum Beispiel eine, die ganz angenehm wäre für auf so einer Reise, weil die Navigation 20 Kampfkraft und Gefechtskunde hat. Für Piratenjagd. Zum Bleistift. Vorsetzen. Gott richtet jeden. Ach so, es wird immer höher. Oh, süße Fantasie, gesegnet seist du. Mehr als bereit.